Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, hier auf dem Arsch. Mit dabei, schaffst du gleich her. Hallo. Ich fahre jetzt zum Feld Nummer 78 und werde dort Baumwolle aussehen, zusammen mit dem KI, mit dem Kursplay-Helfer. Und du wirst einen Kurs einfahren zum Gülletransport vom Stall zum zu jetzt unserem neuen BGH. Genau. Damit wir das automatisch verkaufen können. Mal schauen, wann Kursplay wieder so einen Kurs bringt für jetzt hast du den Kurs aktiviert, sehe ich gerade. Das könnte dich ärgern und sagen, mach die aktivierbar wieder. Zählt, so, zählt für beide Fahrzeuge. Jetzt geht die FPS-Zahl ins Keller runter, wenn die Punkte gezeigt werden. Nee, was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Ach so, wenn Crossplay oder Auto 3 die Funktion wieder hat mit Sido-Lärm machen. Also ja. Von daher haben wir eine günstige Position, dass das das ein Volldings, das heißt noch gleich. Fermenter. Genau, das liegt davor. Unser 40%iger ist vielleicht gerade wieder Ecke. Mal gucken, vielleicht kann ich den Kurs hier ein bisschen ändern. Das ist cool, wie der Fahrer ohne Fahrersitz aussieht. Also, ja. Ein bisschen. Geht so nicht. Ich muss den anderen Traktor machen. Der Helfer ist ohne Helfer. Ah ja. Interessant. Der fährt ohne alles. Kannst dir mal nächste Woche Freitag anschauen. Ah, ich versuch's. Weil ich versuch's. Weil ich den vergesse. Ich hab dir gesagt, wie ich machen muss. Am Freitag machst du alle Folgen über 5 Fenster, über 10 Fenster, niedrige Auflösung und lässt dann in einer halben Stunde komplett alles durchlaufen. Genau. Dann hast du alle Folgen, übrigens auch Servus-D. Dann hast du alle Folgen geschaut. Warum kann ich den Kurs jetzt nicht verändern? Also wollte ich schon. Achso, kann sein. Achso. Das ist der Grund. Ich muss mal also bei mir aktivieren. Man kann den Kurs nur verschieben, wenn man das Fenster auch entsprechend offen hat. Auf hat. Ja. Weil dein Fahrzeug kommt immer wieder am Laternenpfahl zu stehen. Dann muss er ein bisschen mehr rechts ausschwenken. Genau. Dazu muss man die andere Spur auch ein bisschen ausschwenken nach rechts. Sonst bei Gegenverkehr, es kann es sein, dass es mal Probleme gibt. Für normale Fahrzeuge ist das Problem vielleicht nicht da, aber mit dem großen, den langen Geschirr, die da hat, ne? Probleme. Mal schauen, wie das nächste Mal klappt. Brauchst du das noch? Was denn? Die grünen Striche und die gelben? Ich brauche nichts mehr, ne? Gut. Mal weg. Oh, hier liegt Schnee, das ist Kalk. Oh, wow, ja. Kann man mal verwechseln, ist da unten. Geht viel Gülle rein, ja, ne? Da gehen 2 Millionen Liter Gülle rein. Und wir haben 150.000 Liter Gülle. Das Schöne ist, dass hier auch gekalkt wurde. Ja, dann siehst du wenigstens, wo du auch gehört hast, ne? Nee, und vor allem, wo der KI noch bei ist. Ja. Mal schauen, dass ich gerade da mache, wo der KI nicht ist. Der ist da hinten gewesen. Okay, dann fange ich am anderen Ende an. Gegengesetzt Ende. Sonst ist ja blöd.
Ah ja, hier schluckt auch. Jo. Ja. Drei Prozent. Baumwolle. Garage. Jo. Ich könnte wieder schlafen, bin müde. Ja. Aber ich hab bald zu weit, ne? Ja. Nur zwei, drei Folgen aufnehmen. bearbeiten. Wollte gerade schon sagen. Ja, genau. Hast du gerade eins gekriegt? Und zwei, drei Folgen noch? Ich hätte jetzt gedacht, tatsächlich Ehrengrad oder Icarus dabei. Ach so, ja. Ja, du kannst doch gerne mitmachen. Fünf Folgen? Nee, sechs Folgen? Nee, lass mal, du. Fünf. Danke, dieses Angebot ist echt nett, aber nein, ich möchte nicht. Fünf Folgen hätte ich noch, also sechs Folgen hätte ich noch, Ellengrad noch. Nein, Freunde. Das einzige Problem ist, was ist der Mod. Ja. Das wäre das einzige Problem, weil die Mods nicht identisch sind. Sonst wäre das sofort machbar. Bis eine beenden wird, nächste beginne ich. Nein. Lass mal. Den Stress will ich dir nicht antun, du. Dann muss er nur Grasballen pressen. Ja, nee, lass mal. Düngen musste und Grasballen pressen. Aber er muss mit dem erst fertig werden. Das muss noch gemäht werden. Und dann kannst du Silageball in die Begare kippen. Öl, noch mehr Silage. Das hätte ich auch noch da. Die ist aber noch, noch nicht voll. Nee. Die Weizenernte kommt da bald. Freut mich. Die kommt ja auch bald. Da habe ich mir ein Glas Mähdrescher gekauft. War ein Angebot. Das war so ein mittlerer, kein ganz großer, aber so ein kleiner mittlerer. 10.000 oder so. Ist aber für den kleinen Hof vollkommen ausreichend. Erstmal. Bevor ich umziehe auf die irgendwo in Thüringen. Keine Ahnung, wann die kommt. Ich auch nicht. Es gab ja noch andere Karten. Mecklenburg gab es noch zwei Karten, neue. Vierfach. Aber das wäre das gleiche wie die. Das wäre vom Prinzip her das gleiche wie die Marsch. Im Groben. Ja. Von der Größe her der Felder und so. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Die Thüringen hat ein bisschen anderen Flair, da sind die ganzen Gebäude fertig. Du brauchst da jetzt keine BGH kaufen und dergleichen. Das ist, wenn es so ist wie bei der 19er, dann kaufst du einen Hof und du hast die BGH mit bei. Ja. Plus Silos, die dazugehören. Das hat finanziell einen besseren Vorteil. Du kannst sofort. Gut, Mais Plus gibt es ja noch nicht, glaube ich. Oder doch? Nee, ist noch in der Mache. Meines Wissens. Ja, dann könnte man theoretisch sagen. Das kann man da auch einbauen, ne? Das muss ja ready gemacht werden. Aber das kommt irgendwann mal. Aber ich muss ja mal die ganze Ernte einfahren auf der Grillengrad. Sonst wäre es ja auch blöd. Anführungszeichen, wenn man da jetzt alles hat und man hat keine Einnahmen. Da wird ein Haufen Aufwand werden, das Ganze umzuziehen. Ja. Oder ich mache ein drittes Projekt und schlafe das nachher, wenn die Erlen gerade fertig ist, heißt Felder gekauft sind, alle Wiesen gekauft sind. Dann kann ich mal sagen, okay, ich habe meine 50 Millionen verdient, jetzt Schluss da. 50 Millionen. Ja. Ja, du musst doch ein Ziel setzen, was du sagen kannst, das irgendwann erreicht werden kann. Aber nicht gleich, dass es morgen fertig ist. Nee, für mich wäre so mein Ziel immer, dann, wenn die Karte einfach keinen Spaß mehr macht. Nee, dann wäre ich ja. Das hatte ich ja früher auch gemacht. Und zwar, bevor ich überhaupt YouTube angefangen hatte. Da hatte ich immer die Karten angefangen. Ich habe die Aussaat, die Ernte mitgemacht, ein, zwei Jahre gespielt.
Es geht nicht vorwärts, geht nicht weiter. Neue Karte kam. Gut, es kamen auch neue Karten, die einen auch gefallen haben, muss ich dazu sagen. Jede Karte hat irgendwo seinen Reiz, aber alle Karten sind irgendwo, die man kennt, sind gut und sehr interessant. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, nee, das ist Mist. Du kommst hier nie in den Modus rein, wo du sagen kannst, jetzt hast du viele Fahrzeuge, viele Felder und du kannst dann in Anführungszeichen viel arbeiten. Du bist immer mehr oder weniger auf halbem Wege stehen geblieben. Deswegen mache ich hier das so, dass ich versuche, eine Karte auszureizen. Macht trotzdem Spaß. Mhm. Und dazu, wenn es keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht tun. Ja. Und siehst du, es gibt neue Mods. Oh Mensch, den Traktor willst du auch gerne haben oder so, ne? Oder das Gerät zum Aufsaat. Gibt ja jetzt auch die Mods, das früher schon im 19er gab es, diese großen Maschinen, Polkalk, wie den heißt, zur Aufsaat. Ganz große Felder. Sind die ganz gut. Machst du irgendwas? Ne, mein Hase trinkt gerade. Ach, das ist zu hören. Lebt er immer noch? Ja, gerade so. Aber was machst du, wenn er tot ist? Dann ja. Dann nix. Dann holst du einen neuen. Nee. Einen Riesen. Aber du wolltest ihn mal haben, ne? Ich wollte ihn mal haben, ja. Naja, der Hase hat ja einen Vorteil. Kein Gassi. Ja. Mit dem Hund hättest du ja mal Gassi machen müssen. Ja. Und eine Katze will auch Aufmerksamkeit haben. Ja. Katzen haben Kopf für sich. Wo ist der unterwegs? Lade? Magnum? Da steht nur fest. Okay. Ich kontrolliere mal. Ich will ja wirklich nichts sagen, ne? Aber... Feld 2 hat irgendwie 1500 Früchte auf dem Feld. Also das ehemalige Feld 2. Jetzt ist Feld 7. Das sieht dann komisch aus. Feld 2? Ja, ist eh damalige. Das ist mittlerweile Feld 7. Das ist kaputt. Es hat Weizen angesiedelt, das hat Ölrettich angesiedelt, das hat Pappeln angesiedelt, das hat Gras angesiedelt, hat Baumwolle angesiedelt. Suchst du das Feld noch? Ja, Feld 2, wo stehst? Das ist neben unserem Hof da. Zwiebeln. Zwiebeln drin hier. Bei mir ist hier alles durcheinander. Bei mir ist hier nichts. Das ist doch nicht so synchronisiert bei dir. Bei mir sind Zwiebeln drin. Ich laufe hier drüber, aber... Ja, vielleicht liegt es ja daran, weil hier Zwiebeln drin sind. Und hier war vorher noch Unkraut gewesen und gesehen. Ja, vorhin war auch noch Unkraut. Jetzt habt ihr gerade... Ist ja gerade neben mir verschwunden. Ja? So, ja. Der sieht wittig aus. Tank ist leer. Jo. Anna hat nicht richtig viel eingeladen, nur 13. so. Steigen 0. Müssen wir ganz kurz manuell aufladen. Für heute. Ich mach ein Päuschen.
Jetzt die Zeit? Jo, jetzt um die Zeit. Ich habe heute zu viel Silage gesehen. Viel zu viel. Viel zu viel? Ja, viel zu viel. Eine Menge, die ist nicht beschreibbar. Der war urlaubsreif. So. Dann schick mal aufs Feld. Mal gucken, dass ich da anders mache. Mal Hilfe rein hier. Jo. Jetzt könnte sogar sein, dass du den Hof hörst. Das könnte vielleicht sein. Der Hof? Nee, der Hund. Ob du vielleicht den Hund hörst, könnte sein. Gleich. Ach so. Weiß ich nicht. So, Lüscher, das soll es auch schon vor heute gewesen sein. Ich sage mal schon danke, dass Sie reinschauen. Sag mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier auf dem Arsch. Und vielleicht dann auch ein Server. Mal sehen. Und einen Mod. Im Livestream. Im Livestream, ja, auf dem Server. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.